Meine Damen und Herren, liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zu unserem Video Der Sternhimmel im Frühjahr. Neben mir sitzt Oliver Debus, ich bin Joachim Labutte. So wie wir auf der Erde Jahreszeiten haben, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, so spiegeln sich diese Jahreszeiten auch am Sternhimmel wider. Das heißt, wir sehen im Frühjahr andere Sterne als im Winter. Zunächst wollen wir uns fragen, warum ist das so? Vorgänge auf der Erde, wie zum Beispiel der Ablauf von Tag und Nacht, werden von astronomischen Bedingungen beeinflusst. Hier der Drehung der Erde. Bei den Jahreszeiten ist es die Bewegung der Erde um die Sonne. Wie wir hier sehen, hat entscheidenden Einfluss auf die Entstehung der Jahreszeiten die Tatsache, dass die Erde mit ihrer Achse schräg auf ihrer Umlaufebene sitzt und diese Achse immer konstant zu einem Punkt im All zeigt. Wir auf der Nordhalbkugel haben den Vorteil, dass dieser Punkt, zu dem die Erdachse zeigt, zufällig mit einem Stern besetzt ist, den wir alle als Polarstern kennen. Wenn wir schauen, wie die Erde im Winter steht, dann sehen wir, dass die Erdachse im Winter von der Sonne abgewandt ist. Um den Nordpol herum ist es dunkel. Das heißt, wenn die Erde hier in der Drehung befindlich ist, dann wird es dort nie hell, weil die Sonne immer unter dem Horizont steht. Das ist das, was wir als Polarnacht kennen. Gehen wir weiter zum Frühjahr, sehen wir, dass die Erde so beschienen wird, dass die Sonne genau über dem Äquator steht und dass Nord- und Südhalbkugel gleichermaßen viel Licht und Wärme bekommen. Das ist auch die Zeit, wo wir Frühjahrs-, Tag- und Nachtgleiche haben. Im Sommer dagegen zeigt die Nordhalbkugel mehr Richtung Sonne. Auf dem Nordpol wird es nie dunkel. Im Norden ist Polartag und wir haben die langen Tage in unseren Breiten. Zum Herbst hin wieder nimmt die Sonnenscheindauer ab. Sonne steht nun wieder über dem Äquator. Wir haben die Herbst-Tag- und Nachtgleiche. Dann geht es mit dem Winter weiter. Wenn wir jetzt das Modell noch mal genauer ansehen, sehen wir auch, dass der Sternhimmel sich wandelt. Im Winter sehen wir die Sterne, die auf der anderen Seite der Sonne stehen, von ihnen aus gesehen, also rechts. Umgekehrt, in der entgegengesetzten Jahreszeit, also im Sommer, dann sehen wir die Sterne auf der anderen Seite, in der Richtung, wo wir im Winter hingeguckt haben, bewegt sich ja jetzt die Sonne auf ihrer scheinbaren Bahn durch den Sternhimmel. Nachdem wir das kurz geklärt haben, schauen wir uns mal an, wie die Erde im Frühjahr steht. Die Sonne steht über dem Äquator und wir haben Tag- und Nachtgleiche. Wenn wir Richtung Norden schauen, gibt es ein Gebiet an Sternen, die wir ganzjährig sehen, nur dass sie mal tiefer am Nordhorizont stehen und mal höher, fast bis zum Zenit. Es sind diejenigen Sterne, die sich auf einem gedachten Kreis mit dem Halbmesser vom Polarstern bis zum Nordhorizont befinden. Da gehören zum Beispiel dazu der große Wagen, der kleine Wagen, das Himmelsweh der Kassiopeia. Man kann das hier schön erkennen. Wir nennen diese Sterne Circumpolar. Das ist lateinisch und heißt, das sind diejenigen Sterne, die um den Polarstern herumstehen. Hier zum Beispiel steht der große Wagen fast über uns. Das Genick tut schon fast weh, wenn wir über unseren Köpfen den großen Wagen sehen. Sie kennen alle die alte Pfadfinderregel. Wenn wir vom großen Wagen die letzten beiden Sterne des Wagenkastens nehmen,
und verlängern diese nach oben, dann finden wir den Polarstern, der zwar nicht besonders hell ist, aber Sie finden ihn deshalb einfach, weil er in einem Gebiet steht, in dem noch dunklere Sterne stehen. Auf der anderen Seite dieser Sternkonfiguration, wenn wir vom Deichselgriff über den Polarstern gehen, kommen wir zum Himmelsweh der Kassiopeia, was sich im Frühjahr ziemlich tief im Norden befindet. Übrigens auch in einem Gebiet, wo die Milchstraße zu sehen ist. Ein Eldorado für Freunde der Feldstecherastronomie. Wenn Sie sich fragen, wo der große Bär ist, den haben wir auch hier. Großer Wagen und großer Bär sind weitgehend identisch. Nur wenn wir den großen Bären meinen, dann kommen zu den 7 bekannten Sternen des großen Wagens noch weitere schwächere Sterne hinzu, die dann zusammengefügt den großen Bären ergeben. Der Hintergrund ist historisch begründet in den alten Sagen. Zwischen großen und kleinen Bären schlängelt sich das schwache Sternbild des Drachen. Wenn wir uns nun leicht gegen Westen wenden, dann finden wir dort den sich verabschiedenden Sternenhimmel des Winters mit dem bekannten Wintersechseck, bestehend aus den Hauptsternen von Fuhrmann, Stier, Orion, Großen und Kleinen Hund und den Zwillingen. Tief im Nordwesten versinkt noch unter der Kassiopeia das bekannte Sternbild des Perseus. Übrigens ein Hinweis für diejenigen, die mit Fälschlicher gucken. Schauen Sie mal zwischen dem W der Kassiopeia und dem K des Perseus. Dort befinden sich wunderschöne Sternhaufen, die man mit einem Fälschlicher ausgezeichnet beobachten kann. Schauen wir mal weiter hoch in den Süden. Von den beiden Zwillingen, die da nebeneinander stehen, gehen wir weiter nach links, also nach Osten, und kommen über das Tierkreissternbild Krebs zu dem Sternbild Löwen. Eine einprägsame und große Sternfigur, deren Vorderteil aussieht wie eine Sichel und das Hinterteil wie ein langgestecktes Dreieck. Mit etwas Fantasie, wie sie die alten Griechen hatten, erkennen wir dort einen liegenden Löwen. Unterhalb des Löwen stehen die etwas schwächeren Sterne der Wasserschlange und des Bechers, die man am besten in weniger aufgehellten Gebieten außerhalb der Großstädte sehen kann. Wenden Sie jetzt den Blick weiter nach Osten, wo die neuen Sterne im Laufe der Zeit aufgehen. Da kommt dann der richtige Frühlingssternhimmel zwischen dem Löwen und dem anschließenden Sternbild Bärenhüte mit dem Hauptstern Arcturus, ist ein ganz schwaches Sternbild mit dem Namen H. der Berenike, wo man viele Galaxien findet. Einiges an Sternhaufen und Nebel ist dort mit einem kleinen Teleskop oder Feldstecher auch schon außerhalb des Dunstkreises einer Großstadt gut zu sehen. Den Hauptstern des Bootes, des Bärenführers, den Arcturus, findet man ganz leicht. Wir gehen wieder zum großen Wagen und denken uns die Biegung der Deichsel nach unten verlängert, wie ein Stück eines Kreises. Dann kommen wir genau auf diesen Stern Arcturus im Bärenhüter. Der Bärenhüter selbst setzt sich nach oben fort wie ein kleiner länglicher Kinderdrachen. Links von ihm, wie ein Diadem, ein kleines Sternbild, deswegen dieser Diademform nicht umsonst Krone heißt oder genauer sogar nördliche Krone. Denn es gibt auch am Südsternhimmel eine südliche Krone. Aber noch einmal zurück zu dem Halbkreis zwischen der Deichsel des großen Wagens und dem Arcturus. Wenn wir diesen Bogen verlängern, kommen wir wieder zu einem relativ hellen Stern, dem Hauptstern Spica, im Sternbild Jungfrau. Wir gehen also zum Beispiel vom großen Wagen zum Polarstern, vom großen Wagen zu den Frühlingssternbildern. Wir können uns am Sternhimmel immer leicht orientieren, vom Bekannten zum Unbekannten, indem wir großzügige Linien am Himmel ziehen, wo wir vorher mit unserer Sternkarte verglichen haben. Im Lauf des späten Abends sehen wir dann noch aufgehen östlich vom Bärenhüter das nicht allzu helle, aber einprägsame Sternbild Herkules,
das aus einem unregelmäßigen Viereck besteht, an dessen längster Seite, auch wieder für den Fälschlicher interessant, ein Sternhaufen in Kugelform steht, der Kugelsternhaufen M13. Wenn Sie zum Sternhimmel geschaut haben und haben zum Beispiel beim Wintersechseck in die Richtung Zwillinge geguckt, dann werden Sie sich wundern. Hoppla, da steht ja ein heller Stern, der ist überhaupt nicht in meiner Sternkarte eingezeichnet. Richtig, es ist doch kein Stern, sondern dieser sehr helle Stern ist nichts anderes als der größte Planet unseres Sonnensystems, der Planet Jupiter, der gerade im Frühjahr 2014 sehr schön zu sehen ist. Der Jupiter ist ein schönes Objekt bereits für den Fälschlicher, weil man damit schon die hellsten Monde sehen kann. Aber natürlich erst recht für ein kleines Fernrohr, vom Einsteigerfernrohr bis zu größeren Instrumenten, wie hier hinter mir einsteht. Natürlich sind Planeten auf Sternkarten nicht eingezeichnet. Dann müsste man die Sternkarten ständig neu drucken, sondern die Planetenstellung erfährt man dann im Internet oder über astronomische Jahrbücher. Anfang des Monats oft auch in ihrer Tageszeitung. Auch wenn wir am Morgenhimmel in das Sternbild Jungfrau gucken, sehen wir in der Nähe des Bika einen rötlichen Stern, der auf unserer Karte nicht eingezeichnet ist. Auch dies ist ein Planet, nämlich der Planet Mars, den man an seiner rötlichen Färbung auch schon über die große Entfernung von der Erde aus leicht sehen kann. Gehen wir vom Hauptstern Spica in der Jungfrau weiter nach links unten, also nach Südosten, dann stoßen wir auf einen weiteren, bleich vor sich hin leuchtenden Stern, der nicht auf unserer Sternkarte verzeichnet ist. Sie vermuten schon richtig, auch dies ist ein Planet und zwar etwas ganz Besonderes. Es ist der große Ringplanet Saturn. Den lohnt es sich schon im kleinen Fernrohr zu betrachten, denn schon ab 40-facher Vergrößerung sehen wir eindrucksvoll das Ringsystem um diesen Planeten. Wenn es hier bei uns wäre, es ist so gewaltig, es würde mit seinen insgesamt 220.000 Kilometern Ausdehnung von einem Ende bis zum anderen alleine 2/3 der Entfernung Erde-Mond füllen. Dieses Ringsystem können wir mit einem kleinen Fernrohr bereits von der Erde aus sehen. Je stärker die Lichtstärke und umso größer der Fernrohrdurchmesser, umso besser natürlich. Wenn wir beobachten wollen, ist eine drehbare Sternkarte immer ein gutes Hilfsmittel. Wir wollen darauf heute nicht näher eingehen, sondern wir möchten Sie einladen, unser anderes Video auf diesem Kanal anzuschauen über die drehbare Sternkarte. Dort erfahren Sie alles in verständlicher Form, wie wir eine solche drehbare Sternkarte einsetzen. Für das heutige Video haben wir das freie Planetariumsprogramm Stellarium benutzt. Einen Link darauf geben wir am Schluss. Wer sich weiterhin über astronomische Themen orientieren möchte, der ist herzlich eingeladen, unsere Webseite astronomieschule.de zu besuchen. Auch hierzu ein Link am Schluss des Films. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß und klare Nächte beim Beobachten, bedanken uns für das Zusehen und freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Video über den Himmel im Sommer. Ihr Oliver und Joachim.